Meine Empfehlung wäre entweder die Kleinen raus oder Kampffisch raus, sonst sterben die anderen auch noch. Here we go. Was geht? Heute ist, ja, die Thea sogar hinter der Kamera. Zum ersten Mal, Thea, sag mal was einfach. Du bist Mama. Hallo. Heute war ein Aquarium-Update. Zeig das den Leuten mal. Es ist etwas sehr veralgt. Ich würde sagen, wir sollten das am besten erstmal putzen, Leute. Wie ihr sehen könnt, sind da übelst viele Algen. Und das ist etwas hässlich. Ja, let's go, wir putzen das jetzt erstmal, die Algen weg. Und dann zeige ich gleich noch ein paar Updates so zum Aquarium. Alter, guck mal, wie weiß dieser Kies normalerweise ist und dann diese Algen. Salzgehalt Level 30 Milliarden, Digga. Alter, die Pflanze, nein! Nein, die Pflanze ist tot! Nein! RIP Pflanze! Alter, nein! Egal, Leute, ich will... Die war eh so voll veralgt. Ich würde sagen, die Pflanze hat jetzt darunter gelitten. Aber tja, ey Leute, schaut euch mal diesen Kies da an. Guck mal, der Kies ist so voll weiß und die Algen so voll grün. Wir müssen ein bisschen talken. Tja, ich würde sagen, du kannst dich hier auf dem Stuhl setzen. Kamera, Kamera. Okay, stark. Stark, Tja. Warum wir dieses Video eigentlich drehen? Nämlich habt ihr hier Kommentare unterm letzten Video dagelassen, dass es den Fischen anscheinend nicht so gut geht. Vor allem jetzt mit dem Kampffischer drin. Also ich würde sagen, ich zeig mal euch ein paar Kommentare und ich werde die jetzt auch einblenden. Hier schreibt einer, der Kampffisch, den du hast, das ist ein Alleingänger. Und wie der Name schon sagt, es ist ein Kampffisch. Er wird ihn getötet haben. Meine Empfehlung wäre, entweder die Kleinen raus oder Kampffisch raus. Sonst sterben die anderen auch noch. Ja, das passiert, wenn man einen Kampffisch nicht alleine hält. Schade, dass du dich nicht vorher informiert hast. Also Leute, jetzt kann ich dazu nur sagen, es ist jetzt eine Woche später also vergangen und der Kampffisch hat keinen attackiert und ich glaube auch nicht, dass der erste kleinere Fisch von uns gestorben ist, weil der Kampffisch halt einen davon getötet hat. Leute, also ich habe eine Woche lang das beobachtet und der Kampffisch jagt keinen kleinen Fisch. Er lebte schon vorher in einer Gruppe, also ich glaube nicht, dass die kleinen Fische ein Problem haben. Also bisher, wie gesagt, es geht einfach allen gut. Ich werde die Fische jetzt so lassen. Wir haben eigentlich noch gar keinen Namen für unseren Kampffisch. Schreibt nochmal Namenvorschläge für unseren Kampffisch in die Kommentare unbedingt. Wir nennen den Wels einfach Willi. Ich glaube, das war unser Name auch vom letzten Mal. Wie in die Arme, wenn du hältst? Du hältst sie so und dann filmst du mich gerade. Ja, ich film gerade deine Erlebnisse mit meiner Kamera hier. Also erstens ist da dieses komische Effektknoll drauf. Und dann, immer wenn du so machen möchtest, dann stößt es irgendwo immer dran. Und zweitens ist es so schwer, dann ist es immer so und so. Und dann, ja. Ja, aber sonst ist sie gut. Ich würde sagen, Tja, du kannst den Müll rausbringen, oder? Nein, ich kann das nicht rausbringen. Yes. Das zum Fresh-Arium-Update. Haut rein, peace, bleibt fresh. Dankeschön fürs Zusehen. Dankeschön an Tja hinter der Kamera. Bye, haut rein. Ciao.